Herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtskonzert des Heinrich-Hertz-Gymnasiums. Das Weihnachtskonzert stellt traditionell den Höhepunkt für alle Schüler, Lehrer, Eltern, aber natürlich vor allem für die Chöre und die Big Bands unserer Schule dar. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass auch in diesem Jahr das Weihnachtskonzert vollkommen ausverkauft ist. Danke. Danke, dass Sie heute hier sind und wir diese Tradition weiterführen können. Aber wir selbst haben uns noch gar nicht vorgestellt. Wir sind Yannick Müller und Sophia Macrinius und heute möchten wir Sie durch unser weihnachtliches Programm leiten. Weihnachtlich. Ja, was bedeutet das eigentlich? Was ist im Jahr 2017 Weihnachten? Traditionell ist Weihnachten natürlich ein sehr religiöses Fest, bei dem wir die Geburt Christus feiern. Doch neben seiner religiösen Bedeutung hat Weihnachten heute noch eine weitere erhalten. Weihnachten ist das Fest der Familie, des Friedens und des Zusammenhalts. Ein Fest für alle Generationen, für alt und jung. Und unsere Jüngsten haben auch heute unser Programm eröffnet. Die Young Bigs unter der Leitung von Olaf Niel erlernen in den Klassenstufen 5 und 6 in speziellen Big Band Klassen ein Big Band Instrument. Und wir sind natürlich auch noch gespannt, was Sie noch für uns vorbereitet haben. Viel Spaß!
Vielen Dank an unsere Young Bigs. Um noch ein bisschen mehr über sie zu erfahren, fragen wir doch einmal einfach einen selbst. Guten Abend. Hallo. Wie heißt du denn? Ich heiße Max. Und in welche Klasse gehst du, Max? In die Klasse 602. Das heißt, du spielst jetzt dein Instrument schon seit 2 Jahren? Ja, also 1,5. Und du hast das komplett neu erlernt oder hast du vorher schon mal eins gespielt? Komplett neu gelernt. War das schwierig für dich oder fiel dir das im Zusammenhang ganz einfach? Ging, also. Und freust du dich auf den Rest des Weihnachtskonzerts auch schon so sehr wie auf Weihnachten? Ja. Das ist schön, ich freue mich auch schon auf Weihnachten. Und ich freue mich schon auf die nächsten... Und ich freue mich schon auf die nächsten Beiträge von unseren Chören. Das Musizieren wird am Heinrich-Hertz-Gymnasium großgeschrieben. Neben der Big Band kann sich jeder Schüler unserer Schule auch in einem der Chöre engagieren. Fast jedes Ensemble wird von unserem Lehrer, wird von unserer Lehrerschaft selbst geschrieben. Die meisten, wie Sie vielleicht auch wissen, von unserem guten Herr Ziegler, der uns normalerweise auch am Klavier begleitet. Jedoch ist er kurzfristig erkrankt. Deswegen sind wir aber umso glücklicher, dass wir dieses Jahr Herr Anders am Klavier haben können. Vielen Dank nochmal an ihn. Als erstes werden Sie heute unseren Kinderchor hören, der von Frau Ratzi und Frau Frank geleitet wird. Die Sängerinnen und Sänger aus der 5. und 6. Klasse werden Sie nun in weihnachtliche Stimmung versetzen. Ach, Vorfreude. Die schönste Freude. Vorfreude.
Wand durch Wand, aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Ach, jetzt bin ich schon richtig in weihnachtlicher Stimmung. Ein schöner Glühwein und überall spielt Weihnachtsmusik. Ob vom Band in der Stadt oder natürlich viel besser live bei uns. Einfach nur weihnachtlich. Ach, Yannick, ich weiß gar nicht, wo du diese ganze Ruhe hernimmst. Ich bin noch so im Stress. Ich brauche noch Geschenke für Mama, Papa, Oma, Opa, Bruder, Schwester. Ja, und für dich brauche ich ja auch noch was. Ach, Sophia, jetzt entspann dich doch erstmal. Glühwein? Ja, danke. Besser? Besser. Ach, Yannick, warum kann es nicht einfach so sein wie früher? Einfach im Wohnzimmer sitzen, Lieder singen und Geschichten erzählen. Warum ist heute alles so kompliziert? Weil du es dir viel zu kompliziert machst. Komm, wir setzen uns wieder an den Rand und genießen den Rest des Programms. Jubilate Deo.
Vielen Dank an unsere Chöre. Wie Sie gerade gesehen haben, haben wir nicht nur einen Kinderchor, sondern auch einen Jugendchor, der von Frau Lorenz und Herrn Ziegler geleitet wird. Ab der 7. Klasse können Schüler unserer Schule diesem Chor beitreten. Aber besonders schön ist es natürlich, wenn alle Chöre gemeinsam singen. Das bedeutet aber auch viel Arbeit und mehrere Probetage sind erforderlich. Wie wir schon gesagt haben, gibt es am Heinrich-Hertz-Gymnasium mehrere Möglichkeiten, sein musikalisches Talent zu zeigen und weiterzuentwickeln. So auch in unserer Big Band. Das sind unsere Profis, wenn es um das instrumentale Spielen geht. Unter der Leitung von Steffen Gabel treten sie nicht nur heute beim Weihnachtskonzert auf, sondern auch bei anderen Veranstaltungen unserer Schule. Viel Spaß! With every Christmas card around.
just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Das war unsere Big Band, meine Damen und Herren, zusammen mit unserer Solistin Selina Kühn, die dem HHG schon seit Jahren ihre Stimme verleiht. Und ich denke, das ist nochmal einem kräftigen Applaus würdig. Weiter geht es in unserem Programm mit einer frohen Botschaft. Unser Kammerchor, bestehend aus 8 Sängerinnen unter der Leitung von Frau Lorenz, hat sich in diesem Jahr mit dem selbstgeschriebenen Lied Unsichtbare Grenzen beim Eine-Welt-Wettbewerb beworben. Aber ich denke, darüber sollten die Sängerinnen am besten selbst erzählen. Und deswegen würde ich jetzt gerne Selina einmal zu mir nach vorne bitten. Selina, erzähl doch mal, wie ist der Wettbewerb für euch ausgegangen? Also wir haben neulich die Nachricht bekommen, dass wir jetzt unter den Top 20 sind.
von insgesamt 491 eingereichten Songs. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und was heißt das jetzt konkret für euch? Anfang nächsten Jahres fahren wir dann nach Berlin und dort wird unser Lied dann professionell in einem Tonstudio aufgenommen. Und dieses Lied erscheint dann auf dem Eine Welt Album. Das kann man dann auch kaufen. Wie ist denn das Lied entstanden? Also erst einmal haben wir von dem Wettbewerb erfahren durch Frau Lorenz. Die hat uns so im März ungefähr davon berichtet. Und April haben wir dann auch schon angefangen, dieses Lied zu schreiben, ungefähr bis Juni. Und dann haben wir uns halt wöchentlich getroffen und daran gearbeitet. Okay, schön. Und um was geht es in dem Lied und wie siehst du den Zusammenhang zum Eine-Welt-Wettbewerb? Also in unserem Lied üben wir Kritik an unserer Gesellschaft aus, was man alles besser machen kann und was wir falsch machen. Und ja, insgesamt geht es eigentlich darum, dass man mehr Toleranz und mehr Akzeptanz braucht. Denn davon gibt es leider immer noch zu wenig. Danke, Selina. Ich denke, wir sollten uns zur Weihnachtszeit und gerade zur Weihnachtszeit diese Botschaft zu Herzen nehmen. Ich gehe aus dem Haus und spüre meine Relevanz. Sie gleicht der Luft. Auf dem Weg zum Bus begegnet mir kein Mensch. Sie laufen auf der anderen Seite. Ich halte den Platz neben mir frei und spüre bei jedem Türöffnen einen Blick auf meine Haut. Ich sitze allein. Es gibt unendlich viele Fassaden hinter all den Barrikaden. Doch wenn wir nicht konkurrieren, menschlich agieren, leben wir alle in Frieden. Jeder darf jeden lieben, endlich nicht mehr so allein, aus unseren Zwängen befreien. Ich wünschte, dass ich viel mehr sehe, ohne Grenzen, die ich nicht verstehe, denn davor hört nichts auf und dahinter fängt nichts an. Ich wünschte, dass ich viel mehr sehe, ohne Grenzen, die ich nicht verstehe, denn davor hört nichts auf und dahinter fängt nichts an. Es gibt keine Welt voller Frieden, jeder versucht zu siegen. Die Geschichte ist kein Traum, ändert sich kaum. Unsere Fehler wiederholen sich, bleiben unerträglich. Keine Vorurteile mehr, wir sind nicht irgendwer. Ich wünschte, dass du viel mehr siehst, ohne Grenzen, die du nicht verstehst. Ich wünschte, dass du viel mehr siehst, ohne Grenzen, die du nicht verstehst, denn davor hört nichts auf und dahinter fängt nichts an. Meine Haut ist weich und zart und leicht verwundbar. Toleranz. Wir alle haben sie, aber das scheint egal. Sind wir nicht gleich? Bitte nimm meine Hand, wir sind mehr als ein Land. Ich wünschte, dass ich viel mehr sehe, ohne Grenzen, die ich nicht verstehe. Denn davor hört nichts auf und dahinter fängt nichts an. Ich wünschte, dass wir viel mehr sehen, ohne Grenzen, die wir nicht verstehen. Denn davor hört nichts auf und dahinter fängt nichts an. Ich wünschte, dass wir viel mehr sehen.
Ach, auch ich komme so langsam in Weihnachtsstimmung. Merry Christmas, ein Klassiker unter den Weihnachtsliedern. Und mit einem Klassiker geht es bei uns jetzt auch weiter. Wie jedes Jahr dürfen auch einmal die Lehrer auf die Bühne. Dieses Jahr sogar mit neuen und männlichen Stimmen. Wir sind gespannt, was sie für uns vorbereitet haben. Freuen Sie sich auf den Lehrerchor.
Vielen Dank an den allseits beliebten Lehrerchor mit Maria durch einen Dornwald ging. Wussten Sie, dass das Lied ursprünglich gar kein Adventslied war, sondern ein Wallfahrtslied, was sich im 19. Jahrhundert mündlich vom katholischen Eichsfeld aus verbreitet hat? Es bezieht sich auf die Wanderung mit Maria und Josef unter ihrem Herzen und auf den Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth, um die Freude der Schwangerschaft mit ihr zu teilen. Jannik, ob es wohl bei der Geburt Jesus überhaupt geschneit hat? Wahrscheinlich nicht, denn Jesus wurde nicht, wie allgemein angenommen, am 24. Dezember geboren. Am 24. Dezember wurde nämlich ursprünglich das Wintersonnenwendefest gefeiert. Doch dieses Fest wurde vom Christentum als heidnischer Brauch verspottet und so hat man es versucht, ca. 400 Jahre nach Christus zu verbieten. Da das Fest jedoch sehr verankert war in der Gesellschaft, scheiterte dieser Versuch und so entschied man sich einfach, das Fest Jesus zu widmen. Und deswegen feiern die Christen seitdem am 24. Dezember nicht die Wintersonnenwende, sondern die Geburt von Jesus. Naja, wenn ich so an die letzten heiligen Abende so denke, der 24. Dezember, brauchen wir, glaube ich, nicht mit einer weißen Weihnacht dieses Jahr zu rechnen. Och, Sophia, jetzt sei doch nicht immer so pessimistisch. Ich denke nicht pessimistisch, sondern einfach nur realistisch. Naja, und selbst wenn wir dieses Jahr keine weiße Weihnacht erleben dürfen, ich finde, wir sollten das Beste aus dem machen, was uns gegeben ist. Und wenn es zur weihnachtlichen Winterwanderung durch den schneebedeckten Wald eben keinen Schnee gibt, ja, dann müssen wir uns eben welchen vorstellen. Schnee, vorstellen. Du hast Ideen. Wie soll sowas denn gehen, bitte? Na, mit ein bisschen Fantasie und dem richtigen Lied. Walking in the Winter Wonderland. Naja, ich denke, die wirklich wahre Schneeidylle gibt es nur noch im Film. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kitties knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we're frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland.
Ach ja, Filme sind schon was Schönes. In vielen Familien gehören Filme ja mittlerweile genauso zur Weihnachtszeit wie das gemeinsame Vorlesen von Märchen. Also, ich mag ja besonders die Filme, die ein friedliches Ende haben. Und friedlich ist genau das richtige Stichwort für unseren nächsten Beitrag. Uns allen hier geht es gut. Wir haben ein Dach über den Kopf, eine Familie und Frieden. Doch das ist nicht überall so. Es gibt Menschen und Kinder auf dieser Welt, und das sollte uns allen auch bewusst sein, die Weihnachten nicht als ein friedliches Fest feiern können. Heal the world, make it a better place. Nur gemeinsam können wir diese Welt zu einem besseren Ort machen.
Die Welt ein Stückchen besser machen, das beginnt schon in unserem Alltag. Zu Hause, auf Arbeit und auch in der Schule. Unsere Schule wird tatkräftig von unserem Förderverein unterstützt. Und wenn auch Sie unserer Schule helfen wollen, dann können auch Sie gerne dem Förderverein beitreten. Oder den Förderverein und damit uns Schüler mit einer kleinen Spende oder mit einer großen Spende unterstützen. Am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, was Weihnachten im Jahr 2017 überhaupt noch bedeutet. Und was sollen wir sagen? Wie alles ändern sich Bräuche und Traditionen. Der Grundgedanke bleibt jedoch gleich. Es geht um Besinnlichkeit, Zusammenhalt, Freude, Familie und Frieden. Auch wenn Weihnachten überall auf der Welt anders gefeiert wird, ist es ein Fest für uns alle. Für dich, für mich und für Sie, liebes Publikum. Und wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Weihnachtskonzert nun auch in weihnachtliche Stimmung bringen konnten. Und ich denke, selbst Sophia ist mittlerweile weihnachtlich eingestimmt. Ja, das bin ich. Weihnachten steht vor der Tür und ich bin gespannt, welche Geschenke uns die Chöre jetzt noch offen halten. Because
das ist natürlich ein Problem, wenn man nach so einem Konzert auf die Bühne treten soll und soll jetzt eine Rede halten. Ich habe ja 25 Jahre oder länger Erfahrung mit Weihnachtskonzerten und ich weiß, dass die Konzerte immer besser werden. Dann sitzt man zu Hause und schreibt, liebe Akteure, wie soll ich der Begeisterung Ausdruck verleihen, die ihr bei mir und den hier Anwesenden ausgelöst habt? Das habe ich ja erwartet. Wie soll man dem Ausdruck verleihen? Wahrscheinlich am besten, indem man begeistert ist. Und es ist einfach schön, und da brauche ich eigentlich auch gar keinen Zettel, wenn ich dann sehe, hier sitze, mir die Beine zugedeckt habe, und es ist schön warm, und dann wird mein Herz warm, wenn ich da höre, wenn ich sehe, wie die Augen leuchten, wenn ich sehe, wie sich die Musiker anlächeln, wenn das Spaß macht und uns natürlich als Zuschauer Spaß macht, wenn die Musiker selbst, jetzt hätte ich fast gesagt, die Alten Spaß dran haben, hier mitzumachen und mitzumusizieren, das ist einfach begeisternd. Und da muss ich also mir nichts ausdenken, das ist einfach toll. Und dafür ein riesen Dank an euch, an die Akteure. Und da fangen wir jetzt mal an bei den Young Bigs. Die sitzen wahrscheinlich irgendwo verteilt, alle auf die Bühne. Tschüss. Das muss man sich mal vorstellen, die machen seit anderthalb Jahren, sitzen die hier und helfen uns und bauen, sollen ja dann der Nachwuchs sein für die große Big Band. Es ist einfach irre, was die jetzt schon nach anderthalb Jahren hier auf die Bühne bringen. Toll, das ist wirklich, ja, da muss uns nicht bange sein um die Zukunft. So, dann kommt natürlich die Big Band, unser großes Highlight, alle auf die Bühne. Und zwar alle. Und da muss man auch nicht so viel sagen, wenn man sich überlegt, dass also auch ehemalige Schüler wiederkommen. Die Olga, die ich vorhin schon gesehen habe, ich begrüße extra, weil sie kommt einfach wieder. Oder wenn ich bei den Sängern, wo ist er, die Maike, sehe. Toll, ja, ehemalige Schüler, Mareike, entschuldige, ehemalige Schüler, die kommen und einfach mitmusizieren, weil sie Freude dran haben. Super. Und die Zwölfer, die mal ihre intensive Vorbereitung als Abitur mal ganz kurz unterbrochen haben, um hier auftreten zu können. Super, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Und dass sich der Lehrerchor dem stellt und dann hier den Mut hat aufzutreten und einen klasse Song hinlegt, das ist aller Ehren wert. Ich habe immer Schiss. Frau Lorenz versucht mich jedes Jahr immer zu motivieren. Ich denke immer, ich hau dann einen krummen Ton rein und habe dann immer zu tun, wenn es darum geht. Lehrerchor auf die Bühne. So. Habe ich jetzt jemanden vergessen? So, und alle die Instrumentalsolisten, Lennart, komm mal mit vor. Der spielt ein Instrument mit einer fünften Klasse. Das Instrument ist so groß wie er. Klasse. So. Haben wir einen vergessen, der hier mit auf der Bühne stand. Die Moderatoren kommen natürlich jetzt nach vorne. Die gehören jetzt mit dazu. So locker. Und so schön wie ihr zwei haben wir das sehr selten erlebt. Das war richtig gut. Und ich habe mich fast geschämt, dass ich einen Zettel hier dabei hatte.
ihr habt das alles freigemacht. Also ich habe dann schon versucht, den zu verstecken, aber ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben und naja, mit dem Alter vergisst man ja dann vielleicht dann doch eher das eine oder andere mehr. Wenn wir jetzt ganz toll applaudiert haben, jetzt müssen wir natürlich auch eins zugestehen, dass es natürlich auch Leute gibt, die euch helfen, das so zu machen. Und dann würde ich ganz einfach mal den Herrn Wagner, der ist schon, hat sich schon verkrochen hier, der holt nämlich, ach, da sitzt er schon, der bringt jetzt Blumen. Und ich bitte mal die Musiklehrer hier nach vorne, weil die haben jetzt mal einen absoluten Applaus verdient, weil die machen das unheimlich gut. So, dazu gehört der Olaf Niel. Wo ist er? Olaf Niel? Wo ist der Olaf? Olaf Niel? Wo ist der Olaf? Dazu gehört der Steffen Gabel. Dazu gehört der Wolfgang Sack. So, dann haben Sie alle gesehen, unser lieber Herr Ziegler ist leider krankheitsbedingt ausgestiegen. Unser Arrangeur, unser Klavierspieler, unser, ja, also Allrounder, wie auch immer ich ihn jetzt hier betiteln soll. Aber wir haben so kurzfristig einen Ersatz gefunden, das war irre, dass uns das gelungen ist. Der Herr Anders, wo ist er? Der sitzt, ach, er sitzt so, klar, ist ja Klavierspieler. Es ist ja nicht damit getan, dass ich einfach mal hier abends herkomme und mal ein bisschen ein paar Töne auf dem Klavier spiele. Das muss ich ja auch vorbereiten. Und das hat er sich angetan und hat hier mitgeholfen und hat uns im Prinzip einen Teil des Konzertes, denke ich mal, auch mit gerettet. Also, ganz vielen Dank euch allen. Das war super. Die Moderatoren, die jetzt hier sich in die zweite Reihe verkrochen haben, die kriegen natürlich auch einen Strauß. Danke. Logisch. Ja. Und weiter so. Ich denke, das ist begeisterungsfähig auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön. So, und wenn ich jetzt nicht auf den Zettel gucke und jetzt einen vergesse, dann gibt es natürlich Ärger. Dann, oh, oh, oh. Also, ich danke. Es hängt ja so viel zusammen. Okay, ich sage dann gleich vielleicht nochmal was dazu. Also ich danke dem Schulclub, die den Einlass gemacht haben, mit Frau Heiber an der Spitze. Ich danke der Frau Biester und der Frau Vogt, die wahrscheinlich irgendwo auf der Empore sich verkrochen haben, weil die nie und nimmer auf die Bühne wollen. Obwohl sie den ganzen Kartenverkauf organisieren, die Karten kopieren, zerschneiden und da wir dieses Jahr 450 verkauft haben, wir sind ja ausverkauft, wie Sie vorhin gehört haben, das ist schon ein mächtiges Stück. Dafür kriegen Sie kein Geld, das machen Sie wirklich, um uns hier zu unterstützen. Also herzlichen Dank, Frau Vogt, Herr Biester. Wenn Sie mal auf Ihr Programm gesehen haben, Sie haben natürlich alle nur eins, hoffe ich mal, vor sich liegen, aber wir haben ganz viele verschiedene Programme und die haben irgendwann unheimlich viel Wert, weil das sind ja Künstler, die wir gestalten, unsere Schule, und da steht übrigens immer hinten drauf, der Künstler, der das gestaltet hat, wenn Sie da mal sich um, nicht sich, sondern das Programm umdrehen, dann sehen Sie das, dann sehen Sie den Namen und wer uns das ermöglicht, das ist der Herr Razzi, der das alles druckt. Das druckt der zu Hause, hätte ich jetzt fast gesagt, und bringt uns immer die 400 Exemplare mit. Und das macht er einfach so. Recht herzlichen Dank. Ja, da sitzt er. Da. Okay.
die Programmgestalter, dass da natürlich die Kunstlehrer Frau Hartmann und Frau Heller ein bisschen mit den Händen im Spiel hatten und motiviert haben, das muss ich sicher nicht weiter erwähnen, das ist klar. Die gehören mit dazu und haben dort mitgeholfen. So, und dann muss ich wenigstens auch immer noch sagen, der Herr Thier ist nicht da, der stellt dann immer die Karten bereit. Es sind alles kleine Kleinigkeiten, die dazugehören, die aber alle irgendwo ihre Zeit kosten und für die wir uns natürlich auch immer bedanken wollen. Recht herzlichen Dank für alle, die hier mitgeholfen haben. So, und jetzt will ich nochmal zu dem, jetzt frage ich in die Runde, nicht, dass ich einen, ich kriege die Prügel, ne? Ich frage ja trotzdem, ob ich jemanden vergessen habe. Also, ich weiß, wen du vergessen hast. Und zwar, nicht weil du es auf dem Zettel nicht draufstehen hast, sondern weil wir so abgesprochen haben, möchte ich gerne heute anlässlich dieses Weihnachtskonzertes einfach stellvertretend für die ganz vielen, die hier hinter uns stehen, eine Künstlerin von der Abend nach vorne bitten, die, denke ich, als Solokünstlerin heute in Erscheinung getreten ist und auch noch in der Vergangenheit schon in Erscheinung getreten war und die uns, denke ich, auch noch eine Weile begleiten wird. Ich darf bitte nach vorn zu mir noch bitten, zur Abholung eines Blumenstrauß, Selina Kühn. Und jetzt setze ich einfach noch eins drauf, es ist so angenehm und so gesellig und manchmal stehe ich auch gern hier vorne. Ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sagen darf, Selina Kühn ist natürlich auch von jemandem entdeckt worden, wenn ich das mal so sagen darf. Und da erlaube ich mir jetzt einfach ganz frech und ohne Absprache zusätzlich nach vorne zu bitten, der heute Abend hier ist, in der ersten Reihe vorne sitzt, Bernd Hupe, der ehemalige Schulleiter, bitte nach vorne. Also Sie können sich darauf verlassen, der Hupe kommt nicht hierher, weil er mich sehen will oder weil er den Herrn Wagner sehen will, sondern weil er dem Chor, der Big Band, den Young Bigs zuhören will. Und da macht er den weiten, weiten, weiten Weg vom Tieftal bis hierher. Das ist wirklich irre. Also, dass er das dann immer wieder auf die Reihe kriegt. Schön. Danke. Hast du gut gemacht. Ja, ja. Danke. So. Ich habe ja gesagt, ich halte keine Reden, aber eins muss ich noch, und dazu habe ich jetzt einfach mal den Zettel. Also, es hat sich herumgesprochen, dass wir einen tollen Jahreshöhepunkt haben. Wir nehmen 2 Euro Eintritt. Das ist immer für manche so, naja, 2 Euro, was nur 2 Euro kostet, ist ja nicht mehr. Dass das anders ist, haben Sie heute gesehen. Ich denke, da muss ich nichts weiter sagen dazu. Aber was wir natürlich brauchen, wir brauchen Unterstützer. Der Förderverein, der uns also unterstützt, Janik hat das vorhin in seiner Moderation schon mal kurz gesagt. Also wenn Sie uns da unterstützen wollen, nehmen Sie das wirklich ernst. Das war so fast nebenher gesagt. Der Förderverein braucht Ihre, braucht unsere Unterstützung. Und vielleicht können sich der eine oder andere noch einen Ruck geben und sagen, okay, da leiste ich noch einen kleinen Beitrag und helfe mit, dass das auch in Zukunft in dieser Qualität weiter gemacht werden kann. Denn es gehört ja noch ein bisschen mehr. Ich habe nichts gesagt zur Technik beispielsweise, die wie jedes Jahr wunderbar funktioniert. Recht herzlichen Dank auch der Technik. So, und da ich natürlich nie und nimmer das leisten kann, was unsere Künstler können, aber wenn ich schon mal hier vorne stehe, dann sage ich natürlich auch ein kleines Gedicht auf. Ja, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, ne? Dass Sie noch ein... Ja, ja. Wir wünschen allen in diesem Jahr mal Weihnachten, wie es früher war. Kein Hetzen zur Bescherung hin, kein Schenken ohne Herz und Sinn. Wir wünschen allen eine stille Nacht, frostklirrend mit Weihnachten.
weißer Pracht. Wir wünschen allen ein kleines Stück von warmer Menschlichkeit zurück. Wir wünschen allen in diesem Jahr eine Weihnacht, wie sie als Kind so war. Wir wünschen auch Gesundheit und Glück, und davon stets ein großes Stück. All dies wünschen wir Ihnen wirklich sehr und für das neue Jahr noch viel, viel mehr. Auch wir möchten uns nun von Ihnen verabschieden und natürlich auch bedanken für diesen wunderschönen Abend an alle, die es ermöglicht haben, und natürlich an Sie auch, dass Sie das zusammen mit uns so schön verbracht und genossen haben. Doch bevor wir Sie in diesen gemütlichen Abend entlassen, möchten wir wie traditionell ein Lied gemeinsam zusammen singen. Diesen Text finden Sie auf der Rückseite des Programms. Es wäre schön, wenn Sie alle gemütlich mitsingen, dass wir den Abend so schön ausklingen lassen. Auf Wiedersehen. Tschüss.